Ja, moin zusammen. Hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es war mal wieder soweit. Wir sind wieder auf unseren winterlichen Sylt-Trip gestartet und ich bin jetzt hier gerade in Westerland und lade an einer 100 kW Säule. Und es gab ja jetzt die Nachricht, dass auf Sylt die Ladeinfrastruktur deutlich ausgebaut wurde, weil es soll dort Ionity geben und unter anderem auch noch andere neue CCS-Ladestationen. Ja, das wollte ich natürlich wissen, denn jetzt ist ja Hochsaison über Silvester. Da ist die Insel proppepacke voll. Und es sind da mit Sicherheit sehr, sehr viele Elektroautos und natürlich auch Plug-ins. Und da war ich mal gespannt, wie sich die Ladesituation dann wirklich darstellt. Ich habe ja einmal prognostiziert, auch schon vor Jahren, dass das auf der Insel irgendwann verdammt eng wird, wenn die das nicht ausbauen. Und in diesem Video zeige ich euch natürlich ein paar Impressionen von unserem winterlichen Sylt-Urlaub und den Trip, ist ja klar. Aber auch die Ladeinfrastruktur auf der Insel. Wie stellt sich das im Moment dar? Und ich kann euch schon mal so viel vorweg spoilern, es ist verdammt kritisch geworden. Also bleibt dran. Ja, wir haben heute sehr schönes Wetter. Im Moment zumindest ist es total klar und wolkenlos und wir haben es 5 Grad draußen. Und was man jetzt auf der Autobahn schon mal sagen kann, ist, dass mit der Dachbox hier oben und dem Model Y es deutlich leiser im Innenraum ist, also bleibt, wegen der Windgeräusche von der Dachbox, als beim Model S zum Beispiel. Model S hat ja auch ein Glasdach, aber es ist ein Schiebedach. Und wenn wir mit dem Model S und der Dachbox hier oben fahren, dann ist das durch die Windgeräusche viel lauter als hier im Model Y. Also da scheint das durchgehende Glasdach, was die Dämmung angeht, doch deutlich besser zu sein. Wir sind gerade durch den Elbtunnel durch, haben jetzt gerade mal 105 Kilometer geschafft, also 125 sind es noch. Und jetzt fängt er an, hier der Tesla die Batterie vorzukonditionieren, sagt er. Also 125 Kilometer vor dem Supercharger. Das ist doch echt verdammt früh, weil wir wissen ja, dass da auch einiges an Energie verbraten wird. Eigentlich schafft er das doch locker in 30, 40 Kilometer, die Batterie auf 50 Grad zu kriegen. Was ja so ungefähr die Optimaltemperatur ist. Warum er jetzt schon anfängt, tja, keine Ahnung. Aus meiner Sicht ist das ein bisschen Energieverschwendung. Ja Leute, hier beim Burger King in Bussdorf, da stehen immer noch 3 Säulen von Alpitronic mit je 2x 300 kW. Und vor einem Jahr habe ich euch erzählt, dass die gerade neu gekommen sind. Und jetzt ein Jahr später sind die immer noch nicht online. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, mit dem Model Y muss man sich hier echt beeilen, dass man hier nicht zu lange steht. Wir haben jetzt 78% und waren, glaube ich, 25 Minuten hier. Und jetzt geht es aber unbedingt weiter. Es ist wirklich schweinekalt hier. 3 Grad heißt es zwar auf dem Thermometer, aber es fühlt sich an wie unter Null. Bussdorf ist immer irgendwie so ein Kälteloch. Naja, jetzt geht es weiter auf die Insel. Wir haben jetzt noch 70 Kilometer vor uns und dann geht es auf den Autozug. So, wir sind jetzt angekommen, sind insgesamt jetzt 305 Kilometer gewesen und etwas versöhnliche 25,7 Kilowattstunden jetzt insgesamt für die Strecke. Jetzt haben wir unser Ticket gelöst und stehen jetzt hier in der Schlange, warten, bis wir drankommen. Also angeblich müsste das in einer halben, dreiviertel Stunde soweit sein, dass wir verladen werden. Wetter ist jetzt hier leider ein bisschen mies, also es schüttet ständig, es gibt Schauer ohne Ende und es ist kalt. Aber soll ja die nächsten Tage ein bisschen besser werden. Jetzt gucken wir mal, wann wir auf den Zug kommen und solange heißt es halt Lagerfeuer und genießen.
Tag 2. Wir sind gestern super gut durchgekommen, haben eigentlich nur eine Stunde am Zug gewartet, haben uns die Zeit aber sehr gut vertrieben, indem wir eine Folge Wednesday auf Netflix geguckt haben. Heute ist tatsächlich schönes Wetter. Heute Morgen hat es kurz geregnet, aber jetzt scheint tatsächlich hier die Sonne. Ich glaube es nicht. Es ist aber windig und wir fahren jetzt zuerst mal nach Westerland, gucken mal, was da so los ist. Und dann gehen wir auf jeden Fall an den Strand. Und in Westerland, da gibt es eine Shell-Tankstelle direkt an der Hauptstraße und die soll doch tatsächlich zwei neue Schnelllader haben, HPC. Das gucke ich mir natürlich an, ob die schon online sind. Da bin ich mal gespannt. Ja, hier bei der Shell-Tankstelle zwei Shell-Recharge-Säulen, zweimal 150 kW, also insgesamt 4 Stalls, aber leider beide noch außer Betrieb. Ja, mal sehen, wie lange es dauert, bis sie dann in Betrieb genommen werden. Ja, und hier in Westerland auf dem Hebbelweg-Parkplatz, wo meine Stammsäule steht, da haben wir heute leider einen klassischen Fall von Ladesäulenblockierer. Es ist ein Plug-in, der hier steht, aber leider nicht lädt. Und go! Ja, was für ein geiler Tag heute. Eigentlich könnte es so bleiben den Rest der Woche. Leider wird sich das Wetter hier ziemlich schnell ändern. Aber heute ist wirklich wunderbar hier am Strand. Es ist so herrlich. Es scheint die Sonne, es ist windig und es ist gar nicht mal so kalt. Fühlt sich natürlich durch den Wind ganz schön eisig an. Also ohne Mütze läuft hier gar nichts. Und dicke Jacke natürlich. Aber das ist Sylt, so wie wir es lieben. Ja, hier in Westerland, da haben sie an der Uferpromenade ganz schön aufgerüstet. Die ganzen Tetrapoden sind verschwunden. Stattdessen haben sie jetzt hier so eine Beton-Wellenbrechermauer hingesetzt. Ob das jetzt hässlicher oder schöner ist als vorher, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall ist die Unfallgefahr nicht mehr so groß. Aber ich weiß von den Kids, dass die Tetrapoden zum Klettern geliebt haben. Ja, jetzt sind sie leider weg. Ja, Leute, jetzt wollte ich mich doch hier gerade hinstellen, weil der Platz jetzt nach 2 Stunden frei geworden ist. Und wir waren kurz am Strand, haben ein bisschen was eingekauft und dann wollten wir das zum Auto bringen. Und da sehe ich doch, hey, der Platz ist frei an der Ladesäule. Aber jetzt weiß ich auch, warum der Plug-in nicht geladen hat. Und da entschuldige ich mich jetzt schon mal, denn diese eine Seite ist außer Betrieb. Nur die rechte Seite von mir aus gesehen funktioniert. Die linke ist leider offline. Ja, dann kann ich auch nicht laden. Ich kann jetzt zwar stehen, aber nicht laden. Also steht er, dann weht er, also hier auf Sylt, wegen dem Wind, ihr wisst schon. Ja, das Wetter hier auf der Insel ist teilweise echt unberechenbar. Gerade hat noch die Sonne geschienen und dann gehen wir aus dem Haus und es fängt tierisch an zu schütten. Haben es gerade noch trocken zum Auto geschafft. Jedenfalls wollen wir jetzt mal nach List hoch, ein bisschen bummeln und wir haben noch 37% im Akku. Ich weiß, dass wir so ungefähr 20% brauchen hin und zurück. Das heißt, wir müssen heute auf jeden Fall irgendwo laden. Bin mal gespannt, wie es wird, weil gestern waren sämtliche Ladesäulen alle komplett belegt, so gut wie alle von Plug-in-Hybriden. Eine war, wie gesagt, außer Betrieb, habt ihr gesehen. Müssen wir mal gucken. Es gibt ja auch ein, zwei Schnelllader hier auf der Insel. Der bei der Shell ist ja leider noch nicht in Betrieb. Aber es soll jetzt hier Ionity geben in Wenningstedt. Und da fahren wir gleich mal hin und mal gucken, wie da der Stand ist. So, ich bin jetzt auf dem Parkplatz von Feinkostmeier. Das ist hier um die Ecke. Die Sylt-Fans werden es kennen. Es ist ein mega guter Supermarkt. Und hier in der hintersten Ecke, hier gibt es 6 Ionity-Stalls mit je 350 kW. Und Ionity hat hier echt nicht gekleckert, sondern geklotzt. Also 350 kW mal 6 auf der Insel ist nämlich gar nicht so einfach, glaube ich. Und ich habe gerade, wo ich gekommen bin, hier einen Kollegen von Ionity getroffen. Und wir haben ein bisschen gequatscht und er hat mir so ein paar Dinge erzählt. Ganz spannend. Also erstens,
Die Eröffnung hier von diesem Standort soll am 3. Januar stattfinden. Zumindest ist das geplant. Sie wollten es schon früher eröffnen. Es gab aber Probleme mit der Technik, denn die Säulen stehen hier schon ein paar Monate, ohne dass sie angeschlossen sind. Und dann kommt natürlich Feuchtigkeit rein und so weiter und so fort. Und dann wollten sie irgendwie nicht anlaufen. So, und dann habe ich ihn gefragt, ja, aber wie ist das denn im Regelbetrieb? Und tatsächlich wusste ich das gar nicht. Diese Säulen im Regelbetrieb sind tatsächlich beheizt, also von innen, sodass sie nicht feucht werden. Also das Säulen von innen beheizt werden müssen, interessante Geschichte. Auf jeden Fall, 3. Januar soll hier Eröffnung sein. Und die haben hier irgendwie fast ganze Straßenzüge aufgerissen, um hier diese Megawattleitung hierher zu ziehen. Das ist schon mal ein richtig cooler Faktor. Und die Kosten von so einem Standort hier mit 6 Säulen hat er mir beziffert auf so zwischen 1 bis 1,5 Millionen Euro. Also könnt ihr mal sehen. Ich weiß nicht, Tesla zieht für das Geld, ich glaube, 20 Stalls hoch. Also ist ein bisschen was anderes. Aber gut, hier ist 350 kW. Und ja, leider geht es erst online, wenn wir weg sind. Aber dann wird es hier hauptsächlich zur Hauptsaison sicherlich recht voll sein. Das Problem an diesem Standort ist, dass dieser Parkplatz von Feinkostmeier gerade in der Hauptsaison extrem voll ist. Und dann kannst du hier echt schlecht hinkommen, weil du musst dann durch den Kreisverkehr von Wenningstedt und dann musst du zweimal links abbiegen und da kommt ständig Gegenverkehr, Stau ohne Ende. Ich kenne das hier. Also wenn hier Hauptsaison ist, dann ist das hier verkehrstechnisch eine Katastrophe. Aber dann müssen alle Leute hier zum Ionity-Lader, die hier laden wollen. Und das ist der einzige Standort in Sylt, wo es jetzt 6 Stalls auf einen Haufen gibt. Ja, leider ist das Wetter wirklich beschissen, so kann man es mal ausdrücken. Es schüttet. Und hier in List, die einzige Ladesäule beim Naturgewalten ist natürlich besetzt. Aber immerhin laden da 2 vollelektrische, keine Plug-ins, wie sonst immer. Wir fahren jetzt aber mal hier weg, weil es ist uns zu nass. Rumlaufen hier, das geht echt nicht. Wir fahren jetzt in die Kupferkanne. Das ist wieder in Kampen, da kann man wenigstens sitzen. Ich hoffe, es ist nicht zu voll. Aber da gibt es theoretisch auch eine Ladestation, wenn die nicht besetzt ist. Aber mal schauen. Ja, es gibt so Situationen, das ist irgendwie sehr unglücklich hier. Also erstens ist die Kupferkanne bei so einem Wetter natürlich nur mit sehr, sehr festem Schuhwerk zu betreten, weil der ganze Parkplatz ist ein einziges Schlammloch. Hier die Ladestation kann man nur freischalten, wenn man sich einen Token holt, den man in der Kupferkanne selber bekommt. In die Kupferkanne kommt man momentan aber irgendwie nur rein, indem man ganz lange vorne in der Schlange steht und wartet, bis man platziert wird. Offensichtlich haben sie dort noch Kontingente, die sie nur reinlassen. Also obwohl Corona ja angeblich jetzt komplett vorbei ist, darf man da wohl nicht einfach so rein. Und wir hätten da jetzt irgendwie eine halbe Stunde warten müssen im Nieselregen. Und das war dann doch nicht so unseres. Deswegen fahren wir jetzt weiter. Und ich weiß gar nicht, wo fahren wir jetzt hin? Nochmal nach Westerland? Mal gucken. Also wir haben jetzt noch 27% im Akku. Ein bisschen haben wir ja noch, aber irgendwann müssen wir heute mal laden, damit wir morgen noch irgendwie was unternehmen können. Ja, und die schönen Porsche-Säulen beim Samoa Seepferdchen sind auch beide außer Betrieb. Ja, das ist ja richtig geil. Ja, nur der Chef selber kann hier noch laden, direkt vor seinem Schuppen mit seinem geilen Porsche Taycan Cross Turismo. Aber alle anderen Säulen sind leider offline. Ja, Schwitzomat, wir haben hier noch einen Platz gefunden, aber auch erst nachdem der Ioniq aus Dänemark, der hier geladen hat, weggefahren ist, weil diese Schnellwattladen-Ladesäule beim Burger King hier in Tinnum, die hat leider das Problem, dass man da nur mit einem Auto laden kann, obwohl sie 3 Stecker hat, also 2 CCS 150 kW und ein CHAdeMO 100 kW. Ja, so ist das halt dieses Jahr. Also ich hoffe, dass bald ein bisschen mehr passiert auf der Insel. Die Schnelllader Ionity und Shell Recharge sind ein guter Anfang. Aber dabei kann es nicht bleiben. Also hier die Insel ist ja gerade zur Hauptsaison proppevoll. Und bei den vielen Elektroautos und Plug-ins, die es hier mittlerweile gibt, ist das hier echt ein Problem.
Wir haben gestern noch ein bisschen geladen, bis knapp 62% hoch, also eine Viertelstunde haben wir da gestanden. Jetzt haben wir nur noch 47, also es ist, wie es ist. Man verbraucht natürlich auf der Insel auch ein bisschen Strom, weil man fährt doch irgendwie hin und her. Schließlich ist die Insel ja 40 Kilometer lang. Und mal sehen, in Hörnum gibt es ja eine, in Worten eine, 22 kW Ladesäule. Ich weiß gar nicht, ob die frei ist. Ich habe noch nicht auf die App geguckt und bis wir da hinkommen, mal gucken. Wenn ja, schließt uns dann natürlich an. Steht er, dann lädt er. Eine Devise, die man dieses Jahr hier auf der Insel sehr, sehr schwierig erfüllen kann. Ja, der Ladenotstand setzt sich leider fort hier auf der Insel. Auch die einzige Ladesäule in Hörnum war besetzt von zwei Plug-ins. Ja, ist auch egal. Ich meine, wir haben natürlich noch genug Reichweite, aber man muss halt schon gucken, wo man irgendwie mal, wenn man eine Chance hat, eine freie Stelle zu kriegen, da sollte man sich hier tatsächlich mal anschließen. Jetzt gehen wir auf jeden Fall weiter Richtung Südspitze. Hier ist noch so ein kleines Wäldchen, da gehen wir gleich mal durch. Und dann wird erstmal die Spitze umrundet. Mal sehen, wie viel Hiesjahr noch da ist. Ja, hier geht es 2 Meter runter. Das ist alles angespült worden. Hey, Meiler! So, nach getaner Arbeit, Südspitze ist umrundet, da versuchen wir mal im Kaporn Platz zu finden. Kaporn ist ja hier der Geheimtipp in Hörnum. Die Strandbar direkt an der Südspitze, mega urig und vor allem sehr, sehr leckeres Essen. Jetzt sind wir ein bisschen durchgefroren, jetzt gehen wir wieder Richtung Heimat. Wir müssen heute noch ein bisschen einkaufen, denn morgen ist Silvester. Und wenn man eins nicht machen darf auf der Insel, dann Silvester einkaufen gehen, zumindest irgendwie fürs leibliche Wohl, weil da ist alles so voll, da geht natürlich jeder, die Parkplätze sind überfüllt, Verkehrschaos und. Deswegen machen wir das schon einen Tag vorher, besser ist das. Ja, im Gegensatz zum letzten Jahr am Roten Cliff sieht man jetzt hier wieder mal was. Letztes Jahr war es nämlich total neblig und diesmal ist immerhin gute Sicht. Wir haben zwar ein bisschen Nieselregen, aber längst nicht der Regen, der vorhergesagt war. Das müssen wir natürlich ausnutzen und gehen hier ans Rote Cliff. Ziemlich einmalig hier die Gegend und natürlich eine super Location zum Spazieren gehen und der Strand ist sowieso klasse. So, wir sind jetzt an der Sansibar und wir würden jetzt hier gerne mal wieder laden, weil wir haben jetzt ungefähr wieder nur noch so 26% im Akku. Es war auch so, dass die Ladesäule jetzt hier frei ist, nachdem ich erstmal einen Verbrenner verscheuchen musste, der hier parkte. Neben mir parkt noch ein Plug-in und lädt.
Aber jetzt ist der zweite Ladepunkt irgendwie gestört. Jetzt steht hier, dass man erst den Stecker ziehen soll, weil wohl noch ein Ladevorgang aktiv ist. Es ist aber gar kein Stecker drin. Die Hotline, die man anrufen kann, die Notfallhotline, da geht keiner ran. Da heißt es immer, bitte warten Sie, alle Leitungen sind belegt. Da sind wir jetzt schon seit 10 Minuten in der Warteschlange. Ich habe jetzt echt keinen Bock mehr. Wir gehen jetzt hier an die Sansibar, an den Strand. Und ich muss echt sagen, also so wie das dieses Jahr hier ist, das ist wirklich der Super-GAU hier auf der Insel, was Ladeinfrastruktur angeht. Like a boss. Ja, hier in Westerland beim Bahnhof gibt es noch zwei 22 kW Säulen, also insgesamt 4 Ladepunkte und oh Wunder, sie sind nicht kaputt und es sind sogar noch welche frei. Hier konnte ich mich also endlich mal anschließen. Das ist das zweite Mal, dass ich in diesem Urlaub überhaupt lade. Einmal habe ich ja geladen am Schnelllader, da habe ich irgendwie von 25-62% geladen und heute bin ich hier mit 22% angekommen. Das ist ja auch noch nicht wirklich schlimm. Aber es ist halt schon so, dass es angespannt ist und dass man wirklich zusehen muss, dass man mal lädt, wenn man die Chance dazu hat. Weil sonst darauf spekulieren, dass man eine freie Säule findet, ist halt Essig. Das kannst du vergessen momentan. Ja, heute ist Abreisetag und ich muss noch mal laden, weil ich ungefähr 40-50% brauche, um hier von der Insel bis Busdorf zu kommen zum Supercharger. Ich könnte auch vorher laden, aber ist mir zu umständlich. Ich fahre dann halt zum Tesla Supercharger nach Busdorf, ist am einfachsten. Und jetzt habe ich im Moment noch 30%, das heißt, da komme ich nicht ganz hin. Will ja auch Autobahn fahren, auch ein bisschen schneller, also 50% wäre schon schön. Ich bin also wieder auf die Suche gegangen hier auf der Insel und habe hier einen freien Lader gefunden auf dem Parkplatz bei Edeka hier am Kjawai in Westerland. Da ist ein 2x100 kW Lader und hatte Glück, dass gerade wo ich gekommen bin, die beiden Audi e-Trons, die hier geladen haben, weggefahren sind, sodass im Moment tatsächlich einer noch neben mir frei ist. Ganz seltener Faktor, denn die Ladeinfrastruktur hier auf der Insel ist diese Saison zu Silvester einfach eine Katastrophe. Es sind so viele Elektroautos da, so viele Plug-ins da, dass diese paar 22 kW Lader und diese 2 oder 3 CCS Lader hier auf der Insel überhaupt nicht ausreichen, nicht im geringsten. Und ich habe auch mit Leuten gesprochen hier, die E-Autos gefahren haben, wie sie das empfunden haben. Und alle sagten nur, also eine Katastrophe und beim nächsten Mal überlegen sie sich, ob sie hier nochmal mit dem E-Auto hinfahren, zumindest in der Hochsaison, weil das einfach so schlecht ist. Und jetzt kommt Ionity mit 6 Stalls und Shell Recharge mit 4, also macht 10 CCS mit mindestens 150 kW. Ionity hat ja sogar 350 kW. Das heißt, dadurch wird es ein bisschen entspannter, aber sie sind ja halt noch nicht online. Ich hoffe dann zur nächsten Hauptsaison über Pfingsten oder so, spätestens Sommer, da wird das dann hier besser werden. Aber das ist ja auch nur eine Momentaufnahme. Das heißt, die E-Autos und auch die Plug-ins werden immer häufiger. Und wenn dann die Plug-ins auch noch anfangen, an Ionity zu laden für eine Stunde oder so, dann wird es hier richtig kritisch. Also da könnte ich mir vorstellen, dass da auch gewisse Aggressionen bei dem einen oder anderen E-Autofahrer, also vollelektrischen E-Autofahrer, aufkommen. Weil eben natürlich wir als vollelektrische E-Autofahrer darauf angewiesen sind zu laden. Plug-ins könnten natürlich auch mit Benzin weiterfahren, haben aber natürlich wohlgemerkt das gleiche Recht wie jeder andere Elektroautofahrer zu laden. Das ist völlig klar. Es geht einfach nur darum, dass grundsätzlich die Ladeinfrastruktur zu schlecht ist hier auf der Insel. Und auch in den nächsten Jahren wird es ja immer weitergehen mit dem Ausbau der E-Mobilität. Und hier muss noch mehr passieren. Es gibt hier so viele Parkplätze, wo nicht eine einzige Ladesäule steht, sind aber irgendwie 500 Stellplätze. Und wenn dann auch noch diese eine 11 kW Ladesäule an einem Parkplatz, wie zum Beispiel bei der Sansibar oder bei hier Hebbelweg oder wo war die noch kaputt? Genau, Samoa Seepferdchen. Wenn die dann auch noch außer Betrieb sind, ja,
dann ist die Kacke echt am Dampfen. Also so kann es nicht weitergehen und Sylt Marketing oder Tourismuszentrale, ihr müsst hier mal auch vielleicht mal ein bisschen tätig werden, weil ihr sonst hier irgendwann einen richtigen Wettbewerbsnachteil auf der Insel habt für die Elektromobilität. Ja, und dass die Elektromobilität in der Normalität angekommen ist, das konnte ich auch gerade feststellen an dem älteren Ehepaar mit dem EQE. Ja, es fing schon damit an, dass sie sich zwar eingesteckt hatten, aber vergessen hatten, den CCS-Ladestecker im Display auszuwählen. Das heißt, der Wagen fing nicht an zu laden und sie wunderten sich, warum er denn nicht lädt. Ja, Plug and Charge, das wäre die Lösung, aber das kann halt nun mal nicht jede Ladesäule. Habe ich ihnen also gezeigt, sie müssen den Ladestecker auswählen, haben sie gemacht und er fing sofort an zu laden. Dann ging es aber weiter. Beschwerten sie sich, oh, er lädt ja wieder nur bis 50%. Und ich so, hä, wieso lädt er nur bis 50%? Ja, in letzter Zeit lädt er immer nur bis 50% und bricht dann ab. Und ich so, klingelingeling, haben Sie das Ladelimit etwa auf 50% eingestellt und wissen es gar nicht? Oh mein Gott, habe ich mir gedacht. Habe ich gefragt, ob ich da mal selber nachschauen darf. Habe ich nachgeschaut und was da passiert ist, das seht ihr jetzt. Ja, und ich bin jetzt hier bei Frau Sebastian im EQE 350 Plus. Was war das? Ich weiß es gar nicht. Wissen Sie gar nicht? Ich glaube, es ist der 350 Plus. Mhm. Gucken wir gleich mal aufs Typenschild. Mhm. Sie lädt jetzt hier quasi nach mir an der Säule und ich habe ihr gerade aus der Patsche geholfen, weil sie gesagt hat, ihr Auto lädt immer nur bis 50%, weil natürlich die Ladeleistung auf 50% begrenzt war. Und das kannten Sie gar nicht, oder? Nein, und wir waren eben bei Mercedes hier auf Sylt. Sie waren bei Mercedes? Genau, und der hat uns das zwar runtergestellt, aber der hat mir nicht gezeigt, dass ich das so einfach auf 50% hochschiebe. Also der hat das Auto resettet, oder was hat er gemacht? Ja, der hat das resettet. Naja, okay. Also bei Mercedes weiß man auch nicht unbedingt genau immer, was man tut. Und wie sind Sie jetzt mit dem EQE zufrieden eigentlich? Sehr. Also bis auf, dass man sich noch ein bisschen dran gewöhnen muss an die Ladestation, mhm, und dass man halt beim Fahren sich anders einstellen muss, bin ich mit dem Auto sehr zufrieden, weil der geräuschlos ist. Mhm. Man hört nicht mehr das Schalten oder das Quälen des Motors, ja, wenn man einen Berg hochfährt zum Beispiel. Also wir sind zufrieden und wir kaufen uns auch im April neues. Also das wird dann ein Jahreswagen oder Halbjahreswagen? Ja, genau. Okay. Ja, ja. Wird da auch wieder ein EQE oder diesmal ein EQS? Nee, wird auch ein EQE. Ja, weitere Anekdote, als ich hier an der Säule geladen habe, da kam dann ein Audi e-tron an, stellte sich rechts neben mich, wollte auch laden, hat ein bisschen rumgefummelt, fuhr dann wieder weg und rangierte so ein bisschen und stellte sich dann auf den gegenüberliegenden Parkplatz und wartete. Habe ich ihn gefragt, was das Problem ist, da meinte er, ja, ist zwar frei, aber das Ladekabel reicht nicht bis in seinen Ladeport. Er kann sich hinstellen, wie er will und es reicht nicht. Ja, also wer von den Autobauern oder auch Säulenbetreibern denkt denn da jetzt irgendwie nicht mit? Ich meine, das kann ja nun auch nicht die Lösung sein. Da hast du eine freie Ladesäule, sogar CCS, kannst dich da aber nicht hinstellen, weil das Kabel nicht reicht. Also ich fasse es wirklich nicht. Das ist doch auch der letzte Scheiß. Ja, und wir fahren heute wieder nach Hause. Ich bin jetzt schon fast bei 60%, kann mich also irgendwie gleich abstöpseln. Dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat, auch wenn es vielleicht ein bisschen kritisch war von meiner Seite aus. Ich meine, insgesamt habe ich hier jetzt dreimal geladen während des Urlaubs. Einmal für 15 Minuten an CCS in Tinnum, einmal für ungefähr 1,5 bis 2 Stunden an der 22 kW-Säule in Westerland am Bahnhof und jetzt hier einmal kurz vor der Abreise für, wie lange mag das gewesen sein, 20 Minuten in Westerland. Also so oft muss man ja nun auch nicht laden. Aber man hat halt schon gemerkt, wie kritisch das geworden ist. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann vergesst nicht, mir einen Daumen nach oben zu geben. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr auch auf Sylt wart und wie ihr das empfunden habt mit dieser Ladeinfrastruktur. Und wenn ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.